Cheers, Freunde. Ich habe mich gefragt, ist die For You-Page von Kyler Shikes peinlich? Ey, wie ich das halt gerade brauche. Wir haben gerade eine Folge Ist Social Media peinlich gedreht und auf ganz viel Zeug von Influencern reagiert. Und dieses Video jetzt, das heilt mein Herz. Das ist wirklich schön, oder? Aber brauchst du diese Videos, um emotional klarzukommen dann wieder? Ja. Ja. Slay. Ich bin immer emotional verwirrt. Soll ich das süß finden? Soll es mir egal sein? Ich soll weit, aber es macht auf jeden Fall irgendwas, macht es mit mir. Wenn TikTok eins schafft, dann emotionale Verwirrung. Ja. Cheers. Das ist auf meiner For You-Page gelandet und das ist echt ein Ego-Boost. Ich meine, wann ist eine For You-Page schon mal ein Ego-Boost? Am Ende hat man sich aufgelöst. Man ist weder ein Ego noch ein Etwas. Man ist gar nichts mehr. Und deswegen ist es okay. Und das war meine For You-Page, Leute. Das war Kyler Shikes For You-Page. Schreibt gerne auch mal rein, was ihr darüber denkt, ob sie klarkommt. Cheers. Cheers.